Ach, ihr seid schon da. Ja, also, warum ich euch mal hier ein Video mache, ist deswegen, weil welche Idioten gemeint haben, die können gestern, das war zwar gestern, aber egal, ich sag jetzt mal, ich nenne noch keinen Namen, also welche Idioten meinen, die können auch meinen YouTube-Kanal angeblich und die irgendwas gesehen, was mit Haus und Wohnurnen etc., was Datenschutz ist, sag ich nochmal, Datenschutz ist, ja, angeblich, dass ich irgendwas gemacht hätte, ja. Also Leute, ich kann euch eins sagen, ich habe erstmal gar nichts gemacht, ja. Also heute würde ich, das war nicht, ich sag mal, ja, ich mache zwar wieder Videos, das Ding ist aber ich sage ja nicht Ding, war schon Wohnort und sonst nichts, ne. Genau, heute würde ich ja euch nur das sagen, wie gesagt, weil ich hasse das, wenn Leute sagen, ja, ey, du hast dies, du hast das, oder meinen, die sind die Großkötze auf der ganzen Welt, auch wenn sie erwachsen sind. So geht das nicht, Freunde. Ehrlich, ich kenne YouTube schon seit wie lange? Seitdem ich jetzt gerade lebe, mal, würde ich sagen, oder? Ich bin von nicht bescheuert. Und ich bin auch kein Kind mehr. Ja? Ich bin jetzt ein Jugendlicher und ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich tue, verdammt nochmal. Ist so. Ich weiß, was ich tue. Ich bin nicht so einer, der sagt, so die anderen, die da draußen oder sonst was. Nein, so bin ich nicht. Ich bin ein eigener Mensch. Ich weiß, was ich tue mit YouTube und zweitens, ich weiß, was ich sage drin und ich weiß, was die Regeln sind. So, sonst würde ich hier keinen YouTube-Kanal überhaupt öffnen oder allgemein einen YouTube-Kanal machen. Das ist das Ding. Ja, da hätte ich nämlich keinen Account und dies andere, sondern und etc. Ne? Mal überlegen hier. So, für denjenigen, den es betrifft. Das weiß ich mal, das überlegen, was er sagt. Für mich ist es von gestern, sage ich euch mal ehrlich, das kann er mitkriegen, um denjenigen, den es geht, der weiß es. Für mich ist das Schnee von gestern, aber sowas werde ich nicht mehr erleben. Nicht mehr erleben. Ja, weil es mein YouTube hier ist und Nummer 2 ist mein Kanal. Leute, ihr wisst es, es ist mein YouTube-Kanal und Nummer 2 ist es meine Existenzen, was es da angeht. So, weil heute würde ich Erfolg haben, weil gestern, das wollte ich euch auch sagen, also heute wollen wir ja, gehe ich meine Freundin nochmal zum, ja, sag mal, zum Wasser da hinten, wo wir gestern Magnetfischen waren, aber da war leider nicht so viel rausgezogen, deswegen finden wir es bescheuert. Das heißt, ich und eine Lernelektronik werden demnächst woanders hingehen zum Magnetfischen, wo wir halt was Gutes finden oder einen Platz finden, wo wir mal das Dotten austesten können, was wir halt da rauskriegen. Es gibt genügend Orte, so, wo man einen Bus hinfahren kann, wo man sonst wo hinfahren kann. So, genau. Ja, nur dazu. Also ich will heute, warum ich heute aber zu dem Wasser wieder hingehe, meiner Freundin, ist deswegen, weil wir ich und mein Bruder ja gestern Magnetfischen waren. Und das Ding ist, ich habe da mit einem, ich weiß nicht, ob das, ob der Lernelektronik schon hochgeladen hat, also man hat es auf jeden Fall gehört, diesen kurzen Video, dass ich gesagt habe, dass das Wasser hochgeht. Ja? Und es ist wirklich hochgestiegen. Und später am Abend ist es noch mehr hochgestiegen, was aber relativ komisch war, weil nämlich kein Regen war da. Ja? Nummer 2 ist, hat es auch nicht geregnet. Nummer 3 ist, bin ich ehrlich, ist kein Hochwasser von so gewesen. Deswegen will ich auch heute gucken, ob vielleicht ist ja jetzt ein Hochwasser. Ich weiß es ja nicht, weil es gestern echt ziemlich hochgestiegen ist. Deswegen will ich ja mal nachschauen. Weil. Ich nehme euch ja natürlich heute wieder mit, so ist es nicht, deswegen sage ich ja, bei meinem nächsten Video dann würdet ihr sehen. Genau, weil wie das, wie schon gesagt, das Komische ist, das sage ich jetzt auch für denjenigen, wir denken, ich und Leonard Elektronik haben schon eine Vermutung und nicht nur der, sogar auch andere haben die Vermutung, dass es nämlich Spielerei umgemacht worden ist mit dem Wasser und bei gegenüber von dem Ding ist, wo ja der Wasserfall ist. Ist ja so ein bisschen die Anlage an die Technik und alles drum dran bei dem alten Ding da. Früher war ich also auch ein Lost Place, war das aber nicht. Das ist nämlich die ganze Anlage und den Steckschlag und etc. Aber was komisch ist, ja, immer, weil es einer, dass wir oben sind und komisch ist, dann geht das Wasser immer am Abend hoch. Und das kann nicht wahr sein, jedes Mal, wenn wir hochgehen. Ich sage ja auch mal mit, sollten wir mal, ich bin ehrlich, sollten wir mal wirklich demnächst mal wieder da hochgehen. Ja, also heute, okay, schaue ich nur nach, weil heute machen wir ja nichts Großartiges. Das heißt, heute schaue ich nur mal nach.
Und wie schon gesagt, wie soll ich das am besten sagen? Und dann schauen wir halt, ob da jetzt Wasser ist oder so. Aber wie gesagt, sollten wir demnächst wieder hochgehen, werde ich sowas nicht mehr haben, weil das ist fürs erste fürs Video scheiße, zweitens will einer uns abortieren, so auf der Art und Weise. Ja. Und ich bin nicht blöd, weil ich habe nämlich drüben, wo dieses komische Ding ist, kann ich euch dann heute auch mal zeigen, habe ich nämlich, wie sagen wir, das Wasserfall ist drüben auf dem Fahrrad gesehen, was mir sogar sehr bekannt vorgekommen ist. Wie derjenige es gemacht hat, weiß ich nicht, weil von anderer Seite oben an der Brücke kommt man nicht rein. Nur von der einen Seite und zwar gibt es so eine Stelle, war schon so ein altes Ding, wo du dich auch festhalten kannst, über den kompletten Ding balancieren musst. Aber wenn es einer schafft, mit Fahrrad zu tragen, mit einer Hand, und für mich wäre das schwierig. Aber egal. So. Genau. Nochmal dazu, jetzt wie gesagt, jetzt habt ihr das mal gehört, auch mal am Tag heute, weil das in der Nacht gestern war nicht so. Ist ja so wieder gelöscht. Auch zu meinem YouTube. Weil lieber mache ich ein neues für euch. Ja, wo damit man mich schön sieht und was, ne? Und ja. Genau. Auf jeden Fall, wenn wir heute dorthin gehen, mal nachschauen, wie das Wasser so ist. Ich nehme euch natürlich mit. Und ja. Genau. Dann würde ich sagen, bis dorthin, lasst es euch gut gehen, nicht vergessen, abonnieren vergessen, Like da lassen und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr immer wisst, wann ihr Videos von mir bekommt oder wie auch immer. Ne? Okay, ne? Also dann, haut rein, macht's gut und wir sehen uns. Tschüss.